Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance mit meinem Walkthrough Assassin's Creed. Bayek hat inzwischen Level 23 erreicht und wir haben eine Aufgabe, die uns weit in unbekanntes Gebiet führen wird. Generell solltet ihr, und da werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video drüber machen, beachten, dass ihr diese Assassinen nicht sozusagen provoziert, bevor ihr alle Gebiete aufgedeckt habt. Das ist einfach ein wenig riskant und das würde ich euch nicht raten. Deswegen, ja, weiter geht's. Es macht das Leben viel leichter, wenn ihr erst einmal alle Gebiete aufdeckt und dann leicht hin und her jumpen könnt, als dass ihr jetzt eben wie ich jetzt mit nicht aufgedeckter Karte das Ganze machen müsst und immer beachten müsst, dass auf dem Weg vielleicht irgendwelche Assassinen lauern. Oh. Es könnte jetzt etwas, aber ich werde auf dem Weg natürlich versuchen, ein bisschen Spaß zu haben. Außerdem können wir diese ganze schöne Landschaft genießen. Schon unglaublich, oder? Gestern hatte ich von einem Freund die Nachfrage, der hatte echt Probleme, dass es startet und wir haben dann entdeckt, dass es leider so ist, dass Assassin's Creed auf Laptops noch nicht unbedingt unterstützt wird und das ist natürlich bitter, wenn man dann nicht auf dem Laptop spielen kann. Ich hoffe, das löst sich irgendwann. Ah, wir können ein bisschen jagen dabei. Wow. Und was sehen meine entzündeten Augen? Bleibt in der Schutzformation! Da bist du! Geh mir aus dem Weg! Au, drei auf einen Schlag! Sowas. Und weiter geht's. Wenn ihr querfeld einreitet, solltet ihr immer die Alt-Taste drücken, dann springt euer Pferd auch. Komisch, dass einem das Töten der Tiere näher geht, als wenn man die Menschen auf die Nase hat. Thank you.
Wir werden jetzt gleich in ein Gebiet einreiten, das nennt sich Fayum. Und das ist wirklich eine an der Wüste gelegene oder von der Wüste eingerahmte Oase. In dem heutigen Syrien. Nicht Syrien. Oh Gott. Mensch. Meint ihr, mir fällt es jetzt ein, wie das... Wieder nichts. Das war ein bisschen weit runtergesprungen. Hilfe! Wo bin ich jetzt hier? Also, schauen wir mal kurz auf die Map. Wir befinden uns also direkt hier. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir wieder da ein bisschen zurückreiten. Wo ist das jetzt? Wo ist meine Map? Nee, das. Aha, da müssen wir jetzt. Wow. Wir müssen jetzt irgendwie von diesem Plateau wieder runter. Wo ich mich da gerade hin verlaufen habe. Nicht gut aus. Das sieht doch gut aus. Oh oh. Und weg. Also anscheinend sind wir noch nicht richtig gewappnet für diese Gegend. Die sind alle ein bisschen stark. Aber wo müssen wir denn hin? Schaut mal. Dahin. Also eigentlich müssen wir schon da hoch. Hilft sie nix. Shit. Shit, shit, shit. Das heißt... hochzukommen. Ohne dass uns irgendjemand dann gleich auf die Nase haut. Fliegenden Steine mal wieder. Das ist schon sehr merkwürdig, diese fliegenden Steine, findet ihr nicht? Ich dachte, da wäre gerade ein Weg hochgegangen. Was ist das da? Whoa.
Ja, also das ist schon sehr brutal, wo der uns da hinführt. Oh oh. Musik wird dramatischer. Oasis. Also normalerweise ist es ja bei mir so, dass ich immer das bei Assassin's Creed mache, dass ich erstmal alles abreise. Und weil ich das bei dem anderen Charakter, also wo ich die Livestreams gemacht habe, schon gemacht habe, habe ich es jetzt hier sozusagen versäumt. Das ist natürlich jetzt dann etwas, was sich rächt, aber dann seht ihr, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, dann damit zurechtzukommen. Dass es einfach besser ist, selbst wenn es nicht mehr so viel den Charakter hochlevelt, sowas zu machen. Oh, jetzt verreiten wir uns gerade wieder. Oh oh. Und wir haben Fayum entdeckt. Sechsundzwanzig, das ist natürlich schade. Wie sollen wir das bewältigen? Und ganz wenige. Na, Flusspferde, die können wenigstens nicht klettern, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wie unsere... Also, wir versuchen es einmal, ansonsten geben wir halt auf. Um nicht zweimal hin zu müssen. Oh. Ah. Der arme Kerl ist jetzt erst vom Boot im Himmel gefallen. Habt ihr das gesehen? Was für ein kleiner Bug. Ah, was ist das? Ah, genau. 26 sollte man eigentlich haben. Ich weiß genau, was das jetzt heißt. So. Die Flusspferde haben wir entdeckt. Da wir aber sehr, sehr gut ausgestattet sind von wegen unserer... Aber ich habe die falschen Bogen im Auge. Ach nee, ich muss ja... Gott, wie wechselt man das jetzt wieder? Thank you.
Wie? Jetzt sind da auch keine Pfeile mehr. Tja, das ist natürlich so. Dass wir da fast nichts mehr machen können. Also, lasst uns einmal sterben. Oh, wow, 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 wow. Der ist auch in der Nähe. Also. So. Das war nicht so doll. Ihr seht, da ist jetzt der Stufe 30 hat, das können wir einfach definitiv vergessen, dass wir da hinkommen. Also lasst uns diese Mission aufgeben und noch irgendwas anderes Lustiges lieber machen. Wir werden mal hier eine Schnellreise nicht verfügbar. Ui. Was ist jetzt? Okay. Es tut mir jetzt leid, dass das ein bisschen wenig von Erfolg gekrönt war. Aber es kann nicht jedes Mal ein sozusagen ganz einfacher Walkthrough sein. So, wie sieht's denn jetzt hier weiter aus? Ah, der wartet auch noch immer in Memphis. Oh, da ist noch einer. Den könnten wir fast schon aufs Korn mal nehmen. Ach, das war der mit den zwei Begleitern, ne? Also, seht ihr mich noch mal ein bisschen ablosen.
Er hat noch immer seine Begleiter dabei. Obwohl, der ist eigentlich ist er ja allein. Verliert er das dauernd? Ich muss ihn von der Straße weglocken. Irgendwie. Weil auf der Straße selber sind zu viele von diesen Trupps unterwegs. Weg! Weg da! Aber wenn wir da etwas eher ab sind, greift er mich ja an. Das könnte natürlich ein Erfolg sein dann. Und kommt er? Wow. Hey, was? Da! Dimitri! Dein letzter da! Wollen wir ein Spielchen spielen? Hey, wir haben sie! Du warst zu der Zeit! Ich muss weiter! Packt ihn! Wollen wir ein Spielchen spielen? Gib endlich ab! Du warst ungezogen! Ja! Das freut mich, dass ich wenigstens jetzt ein bisschen was noch euch zeigen konnte.
Und somit endet dieser Stream. Bis später. Ciao.